Leute, herzlich willkommen zurück zu Risen 3. In den letzten Teilen haben wir ja hier die Insel der Diebe von den Kobolden befreit. Na, er checkt doch mal die Lage, ob da noch welche sind. Aber er dürfte nichts mehr leben. Also auf zur nächsten Insel. Hier, den Schlenker haben wir gemacht. Dann reisen wir mal nach Taranis. Ja, das Lager ist schön leer, wie es sich gehört. Auf dass die Gnome wieder in Frieden leben können. Und hier herrscht natürlich Unwetter. Ohne Regen. Mhm. Und da läuft auch wieder ein Kobold rum. Ah ja, ne Quatsch. Kobold. Ein Gnom. Zwei Gnomen. So, Bones. Komm mit. Sicher. Brav. Oh, dickes Schiff. Uff, wo ist unser Beiboot? Da. Hier war auch schon mal mehr los. Ja? Du warst schon mal hier? Einmal. Danach hatte ich ein ganzes Jahr Inselverbot. So ist das korrekt. Aha. Marburg. Fracht? Was? Bist du nicht mit dem Boot da angekommen? Was für eine Fracht habt ihr dabei? Nur uns selbst. Ach so, dann seid ihr gar nicht hier, um neue Waren für das Magierlager zu liefern. Nein. Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Aber ja. Es ist das Herz dieser Insel. Wenn du ins Magierlager möchtest, gehst du am besten zu Baker. Du findest ihn rechts vom Lagerhaus, die Anhöhe hinauf. Lass dich von ihm hinbringen. Ohne Führung kann es hier sehr gefährlich werden. Den Wald und den großen See solltest du vorerst meiden, wenn du nicht als Wasserechsenfutter enden willst. Alles klar. Oh ja, diese Wasserechsen sind ziemlich nervig. Aber hey, so wie es aussieht, haben wir eine der Inseln der Hauptfraktion gefunden. Na, was heißt gefunden? Wir sind auf einer der Inseln. Und zwar den Magiern scheinbar. Da möchte ich auch nochmal... Oh, was ist da oben? Egal, werden wir noch herausfinden. Dann möchte ich auch gleich nochmal auf die Umfrage aufmerksam machen. Ich glaube, der letzte Stand war, jede Fraktion hat irgendwie zwei Stimmen bekommen. Was ja irgendwie ein bisschen ungünstig ist. Also, nehmt nochmal mit teil. Stimmt nochmal ab. Ansonsten, keine Ahnung. Muss das los entscheiden. Autsch. So. Ja, Wasserechsen mag ich nicht. Es gibt erstaunlich viele Viecher hier in Risen, die ich nicht mag. Ein voran, aber die blöden Spinnen. Naja. So. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Diese Voodoo-Puppe, ne? Die hat es da nie gegeben. Und ihr habt ein kleines Rattenproblem. Ah, nettes Schiffchen. Wer bist du denn? Gadi. Hallo, Kleiner. Klein? Gadi ist nicht klein. Nein. Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gadi ist 3,75 Fuß groß. 3,5 Fuß? Also knapp einen Meter oder was? Na. Du bist wohl ein ganz Schlauer. Oh ja, Gadi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel? Oh nein, aber komm. Warum nicht? Famo, dann hör Gadi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Aha. Gute Frage, wenn er einen trinkt... Ich wüsste nicht, wie viel er von vornherein hatte, ne? Keinen? Doch, Homie. Er trägt ja einen im Namen. Oh. Rumold. Homie, verstehen? Ja. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Komm, das wollen wir richtig machen. Mal drei machen. Das machen wir. Das geht besser. Ach ja, ihr habt ein Rattenproblem. Safi, nee, mit dir möchte ich nicht reden. Bleib hier, Gadi. Hallo, klar. Ja, diesmal sind wir schlauer. Du bist. Oh, hast du. Warum nicht? Farbe, wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Es ist ja auch mies, wenn er Rumold sagt, ne? Hätte er jetzt Rumold gesagt? Einen? Richtig, er trägt ihn ja im Namen. Immer im Zählen üben.
Gut für Kopf und Goldbeutel. Ja, es brachte also jetzt nur 100 Rum. Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gadi kein guter Thief, Gadi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dinky stiehlt. Gno sind von Natur aus gute Thief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Sag aber los. Das sollte dich nicht aufhalten, Humi. Handelst du auch mit Waren? Tredo, jip jip, Humi. Bring mir was bei. Was möchte Humi wissen? Affentrainer? Unbedingt Affentrainer. Ich bin noch nicht gut genug. Ich möchte unbedingt ein Äffchen haben. So gut bin ich auch nicht. Ach, was kann ich denn? Okay, wir brauchen Einfluss 40. Warte mal. 2 mal 3 macht 4. Nein. Einfluss. Oh, nur ein Punkt. Na dann. Jawohl. Komm zurück. Bring mir was bei. Was möchte Humi wissen? Äffchen. Zeige mir, wie ich einen Affen abrichten kann. Jip, jip. Jip, jip. So, und... Oh, er hat uns sogar eins gegeben. Danke. Ich will ein besserer Taschendieb werden. Das nicht schwer, Humi. Du bist echt Kacker in Tief. Wichtig ist, dass du dich auf die Dinge konzentrierst, die viel wert sind und nicht vermisst werden. Du kannst versuchen, das Gewicht, das du klaust, mit etwas anderem zu ersetzen. So, dass Opfer nicht merkt, dass etwas fehlt. Diesen Trick hat Gadi von seinem Gno-Papa gelernt. Oh, mal wenigstens einer, der ein bisschen was erzählt. Dafür bin ich nicht gut genug. Ja, macht nichts. Lass uns handeln. So, was hast denn Schönes? Deine Klamotten taugen da nichts. Unsere Rüstung ist besser. Kugeln können wir ein paar mitnehmen. Na, ja, gib uns ruhig alles, okay. Dietrich Meißel haben wir alles selber. So, haben wir es im Verkaufen? Ne, hier, Verkaufen, Plunder. Nach wie vor keine Ahnung, was wichtig ist, groß und was nicht, ne? Naja. Passt schon. So, hier lief doch eben noch ein Magier rum. Das heißt, es ist doch ein Wächter und kein Magier, oder? Gibt's noch was zu klauen? Ach, Moment, Moment. Ist das Äffchen Magie? Nee. Benutzbar? Äffchen. Auf die 1. Und da haben wir unser Äffchen. Aha. Sehr schön. Okay. Da ist der Typ ja. Ach, Kadett hat nicht mal... Hat nicht mal einen Eigennamen. Haben wir das Boot nicht benutzt, um zum Ufer zu kommen? Wieso ist es da immer noch dran? Oi. Seht ihr, wenn wir zu den Magiern gehen, dann können wir hier so fancy Sachen machen. Kadett, Kadett. Und du bist? Hey, Moment mal! Locker bleiben. Ich bin ja gleich wieder weg. Ich habe den Auftrag, auf die Galeere der Magier aufzupassen. Und deine Visage kenne ich nicht. Obwohl, du bist doch der Kerl, der kürzlich hier im Hafen angeschippert kam. Ja, richtig. Du kommst von weit her, was? Erzähl mal, wie ist die Situation da draußen? Eine Flotte von Geisterschiffen macht die See unsicher. Oh ja, hab ich auch schon gehört. Das ist übel. Zum Glück sind sie hier noch nicht aufgetaucht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Kann schon sein. Dann müssen wir eben kämpfen. Schönes Schiff hast du da. Es ist nicht meins. Es gehört den Magiern. Okay, aber kannst du es auch führen? Natürlich. Sonst hätten sie mich bestimmt nicht mit einer solch ehrenwerten Aufgabe betraut. Was müsste man machen, um dich dazu zu bewegen, mit der Galeere hier auszulaufen? Um dann was zu tun? Die Flotte der Geisterschiffe aufs Korn zu nehmen. Du spinnst wohl. Ich habe meine Befehle.
Solange mir keiner etwas anderes befiehlt, bleibt die Galeere, wo sie ist. Und wer gibt die Befehle? Immer der Stärkste. Und das sind im Moment zweifelsohne die Magier. Könntest du da nicht mal eine Ausnahme machen? Niemals. Schade. Na gut. War ja zu erwarten, dass wir erst uns bei den Magiern einschleimen müssen. Aber auch das kriegen wir hin. So, hier lief ja noch ein zweiter Gnome rum, da hinten. Der hat bestimmt auch noch furchtbar wichtige Sachen zu sagen. Safi. Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Ja, wir sind mal in Geberlaune. Klar, hier hast du was. Tantanomi, Safi mag Getränk, was macht Gaga? Na super, jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reift, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Aha. Rezept für einen Trank der Magie und schwarze Perle, dankeschön. Ein Gnome, der rumsäuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Homi will lieber Wasser? Nein, nein. Rum ist schon okay. Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Wollen nur Glitzersteine aus Berg. Piraten besser. Und besoffener. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, doch. Aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold? Jip, jip. Hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Was? Vergiss es. Kannst du mir etwas über das Schnapsbrennen beibringen? Safi kann, aber kostet dich Goldmünzen. Nee, dann natürlich nicht. Ah, komm. Was kannst du mir beibringen? Frag, Homi. Eben. Ach, einfach Schnapsbrenner. Naja. Das machen wir vielleicht später mal. Mal gucken. Was hast du anzubieten? Schöne Dingis, Homi Lucky. Ja. Rezept für Fusel. Naja. Weißt du, mir Rum abnehmen, aber selber hier was auf Tasche haben. Nee. Na gut. Unten ist alles sauber. Oh. Taran ist Band 1. Dum-dum-dum. Oh. Nein, nicht hinsetzen. So, er guckt immer noch nicht. Das war's, glaube ich. Oh, hier ist noch eine Truhe. Die kriegen wir auch auf. Bier, Brot, Gold und Zucker. So. Wieso liegt hier Gold rum? Ja. Oh, ich habe einen Affen gehört. Nur wo? Ich kletter hier mal nach oben. Einfach nur mal zum Gucken. Da ist ein Scavenger. Oh, da sind zwei Scavenger, drei. Ach, daneben, verdammt. Autsch. Bleib Bones. Ach, Bones spawnt hinter den Büchern. Das ist natürlich schlau. Oh, der hat gesessen. Na toll. Ja, ja, ist gut. Ach komm. Dass er den Berg hoch ausweicht, das ist schon fein. Oh je. So. Der fällt runter. Oh, was ist das da hinten? Huch. Apfel, Spruchrolle, Energiewelle, ah ja.
Ein Geisterpilz. Noch ein Scavenger. Aber das da hinten sieht echt abgefahren aus. Was ist das? Wildschweine? Hey, roll dich, hab ich gesagt. So. Schnell ein bisschen Proviant knuspern. Warzenschwein, ah, okay. Und sie beschützen eine Truhe. Hoppala. Na, wo rennst du denn hin? Na komm, der nimmt doch nur Anlauf, ne? Was mir auffällt, wir haben noch immer nix, um irgendwie Fell und so einen Kram zu nehmen. Wird eigentlich mal Zeit, oder? Oder gibt's das in diesem Teil gar nicht? Zähne und ein Luchsfell. Na, offenbar gibt's doch Felle. So, und hier noch eine Beere. Okay. Das war dieser Vorsprung. Ja, da gehen wir auch später hin, denke ich. Das sieht so bedeutend aus, da führt uns bestimmt irgendwann eine Quest hin. Aber jetzt gehen wir erstmal in das Häuschen hier rein. Abwärts. Was liegt hier rum? Eine Schatzkarte. Oh. Hast du nicht kommen sehen, wa? 25 Pakete Wurst, 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Branntwein, 8 gepökelte Wer? Was ist? Netter Hafen. Für wen ist der ganze Krempel hier? Krempel? Das ist allerbeste Ware aus den entferntesten Winkeln. Weißt du überhaupt, was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferer... Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Natürlich. Aha. Verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Und wenn deine Taschen leer sind, lass dir ja nicht einfallen, hier was mitgehen zu lassen. Hatte ich nicht vor. Gut, denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und verlaustes Diebespack. Ja, und die Ratte direkt hinter dir ignorierst du, ne? Naja. Hast du ein Problem mit Dieben? Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Gut möglich. Aber die Gnome hier sehen nicht so aus, als würden sie es sich mit dir verscherzen wollen. Das bestimmt nicht. Aber manchmal haben die kleinen Biester sich einfach nicht unter Kontrolle. Dann leihen sie sich auch mal aus Versehen etwas. Aus Versehen? Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Von welchen Kisten sprichst du? In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Ah ja. Ich finde raus, wer dich beklaut. Das ist Öffchen. Sehr gut. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für ein paar Gnomenhälse. Nun wart's erst mal ab. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun.
Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf ein paar Stunden. Aber das möchte ich jetzt auch gern machen. Zeig mir deine Ware. Obwohl es auch noch Tag ist gerade hier, aber naja. Altes Wissen. Ja, was wir damit machen sollen. Es klingt wichtig. Also ich erinnere mich ein bisschen an Gothic 2, da war altes Wissen ja sehr nützlich. Aber was Gothic 3?